So, einen schönen Abend auch von unserer Seite. Zuerst möchte ich mal die Musiker vorstellen. Man weiß jetzt gar nicht, wo ich hingucken soll. Am Schlagzeug und am modularen Synthesizer da drüben auf dem Podest, das ist Erik Schäfer. Und mit den goldenen Schuhen und dem hervorragenden Bassspiel und Zig-Effektgeräten Oliver Potratz. Ich habe auch ein paar Effektgeräte mitgebracht und meine neuen grünen Schuhe an, natürlich. Da wollte ich nicht zurückstehen. Und mein Name ist Gebhard Ullmann, das Ganze nennt sich das Kondensat.
Das war eine Komposition von Eric Schäfer mit dem Titel Lady in the Sky. Sozusagen ein Love Song. Wir müssen immer hier unten ein bisschen umstellen dazwischen. Und für die nächste Komposition bringe ich das Mikro mal rüber, weil das möchte der Erik gerne ansagen. Guten Abend. Es ist wirklich wunderbar, wieder Musik zu machen und auch vor euch. Ich meine, ich sehe jetzt nicht so viel, aber ich spüre eure Präsenz, so wie ich das noch nie beim Stream gespürt habe. Wahnsinn! Toll, dass ihr da seid. Danke. Dennoch, diese fernen Planeten, mit denen man mental oder wie auch immer Kontakt aufnimmt, wenn man sich in bestimmte Zustände bringt, Zustände beim Musizieren, Zustände, die sozusagen die Luft von anderen Planeten atmen lassen. Das ist wiederum ein Motto aus Schönbergs zweitem Streichquartett. Ich duftete Luft von anderen Planeten, ursprünglich ein Zitat von Stefan George. Und dieses Stück wollen wir jetzt auch spielen. Ich atmete Luft von anderen Planeten. Viel Spaß. Thank you.
kurz zu Wort melden, weil es gerade so schön aussieht. Ist so ein bisschen wie Zelten an der Ostsee. Toll. Das erinnert mich an früher, das habe ich auch gern gemacht, mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren und zelten. Das heißt, ich habe viele gute Erinnerungen und freue mich, dass wir hier sind. Und ich finde es nur so ein bisschen schade, dass wir das irgendwie das Problem haben, dieser Dualität. Und ja, das ist ein bisschen, nun haben wir so viel gestreamt und so, haben wir endlich mal Publikum da, dann können wir es nicht mal sehen. Das ist, aber wir sind natürlich auch froh, für die Kameras zu spielen und für Sie. Wir spüren Sie, wie Erik gesagt hat. Wir sind ganz happy. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, hier auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass ja nicht nur die Musiker auf der Bühne stehen, sondern was hier passiert, wenn sie den Umbau mal mitkriegen, wie viele flinke Hände hier durchrennen und alles wird umgebaut und gesoundcheckt und Licht eingestellt und so. Das ist ja alles ein Gesamtkunstwerk, ein Gebäude, das nur funktioniert, wenn alle Steine an ihrem Platz stehen. Und das wird so selten gewürdigt. Deswegen möchte ich mich hier ganz herzlich bei allen Gewerken bedanken und auch bei den Kameraleuten und bei allen, weil das passiert so selten. Und genau, das ist einen großen Applaus wert. Ganz besonders freut es uns natürlich heute, dass wir mit unserem Tontechniker dabei sind, der für den Ohrenschmaus sorgt. Das ist der Martin Ruch am Ton. Seines Zeichens auch ein großer Künstler. Wenn Sie mal genau hingucken, den sehen Sie überall, wo Sie hinkommen, auf Festivals, weltweit ist der zugange. Und ja, wir danken der Konstanze, dass sie uns hergebracht hat und dem Festival natürlich und machen weiter mit Musik. Thank you.
So, nach dieser kleinen Ballade möchten wir jetzt weitermachen mit einer Komposition, die auf unserer neuen CD ist. Wir haben zwei CDs, muss ich ja auch noch sagen, genau. Eine, die ist schon 3 Jahre alt und die neue kommt erst im September raus, können Sie aber heute schon käuflich erwerben, weil seit vorgestern habe ich sie. Und es ist die zweite. Und weil Corona war und wir so viel Zeit hatten, haben wir auch gleich noch eine dritte und eine vierte aufgenommen. Und jetzt gibt es erstmal die zweite und die erste. Und dieses Stück, das hat nämlich ein Bass-Keyboard. Und deswegen habe ich, weil ich gedacht habe, er braucht so lange, jetzt eine längere Ansage gemacht, war gar nicht nötig. Pendulum heißt das. Thank you.
So, das war eine Komposition von der ersten, nein, von gar keiner von unseren CDs, tatsächlich. Stimmt. Haben wir gar nicht aufgenommen. Gut. Aber da gibt es eine CD, die heißt Mikropuls. Da ist das drauf. Und die habe ich auch. Aber davon mal ganz abgesehen, kommen wir jetzt zu einer Komposition von der ersten CD. Ein Stück, das habe ich vor langer Zeit geschrieben für eine Tournee durch die Wüstengebiete im Westen der USA, die immer mehr zu Wüstengebieten werden, leider. Und das trägt den Titel Desert Blue East. Und danach spielen wir noch ein Stück von der ersten CD. Das geht ineinander über, voraussichtlich. Vielleicht auch nicht, dann macht Olli noch eine Ansage. Variations on a Master Plan heißt das und das ist der Teil 3. Und ich möchte mich auch fürs Kommen bedanken. Und bei der Technik natürlich, das ist schon gemacht worden. Und wir bleiben dann auch noch ein bisschen hier. Und jetzt kommt erstmal ein ganzer Stoß Musik sozusagen. Thank you.
Thank you.